Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin euer Firobo und ja, wir haben ja letzte Folge gefühlt 50.000 Pharaonen-Schatten gekillt und so. Sind auf dem Weg eigentlich unsere Hauptnebenquest abzugeben gewesen, so. Da wollten wir eigentlich einen Abstecher hier zu ein paar Gebieten machen, um die halt noch freizuschalten. Halt! Bleib mal stehen! Hey, Moment mal! Moment mal. Ich den getroffen habe. Du bist ehrlich, ich hab dich. Hallo. Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? Kannst du klettern? Schade. Du bist. Hallo, du bist tot. Zack. Erledigt. Ja, ja, looten. Zum Treo. Ah, hier ist ein Schatz. Meins, meins, meins. Und Dankeschön. Haben wir den Ort abgeschlossen. Oh, hier ist auch noch was. Ich wollte doch alles looten. So, haben wir das. Dann hätten wir hier noch einen Stall. Da hätten wir noch ein Dingsbums zu alle. Und hier hätten wir noch was. Noch eine Nebenquest. Der Meister geheim Dinge. Nee. Ich merke schon, warum sind nun so viele Motor hier. Wir haben ja noch 15 vor uns, jetzt weiß ich auch, woran es liegt. Wir haben bestimmt was. Haben wir noch 3, 2, sind 5, sind 7, 10 Erfahrungspunkte brauchen wir noch, dann hätten wir alle Erfahrungen. Sachen. So, warte, wir wollen einfach mal kommen. Wir machen einfach jetzt mal. Einfach mal die Schnellreise hin. Ich will jetzt die Quest abgeben. Das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Dass wir das hinter uns haben. Ladezeit. Also bin ich nicht zu dem Punkt hingereist und bin ich 120 Meter davon entfernt. Finde ich diese Datei einfach so, ja. Egal. Überaufteilungen sind manchmal sehr komisch. Aua. Ja, aber ich brauche ein bisschen was gegen Fallschaden. Warte, ich will eine andere Ausrüstung. Ich will eine andere Rüstung anziehen. Ich will. Nehmen wir wieder den hier. So, kannten wir Bike immer. So werden wir ihn auch immer kennen. Aber die schwarze Klamotte, die schwarze Klamotte sieht geil aus, muss ich gestehen. Ich finde die einfach viel, viel cooler. Muss ich gestehen. Die will ich gerne haben. Ich bin Pa! Ich entsteige der wässrigen Stille des Nu. Ihr schlagt Profit auf dem Leib von Theben. Des Ursprungs. Ist ehrlose Seelenverkäufer. Sie sind die Plage von Theben. Das mag sein. Aber ich habe den Dieb und die Opfergaben gefunden. Er stahl sie für einen Anhänger des Echnaton. Der heretische Pharao? Sind die Verantwortlichen tot? Der Anhänger schon. Der Dieb stürzte, als er aus dem Tempel floh. Du kannst ihn auf dem Gelände finden. Diese Seuche verpestet alles, was sie berührt. Aber hab Dank, Bayek von Siva. Möge das Licht deine Dunkelheit erhellen. Geh mit dem Segen des Verborgenen. Dankeschön. 7000 Erfahrungspunkte. Nice. Haben wir keine Fähigkeit? Hallo. Kaufen? Keine Kisten kaufen. Schade. Ja, Schatz, hier kann ich mich zum Sonnen nehmen können. Gut, was haben wir jetzt noch zu tun hier? Ja, das haben wir nicht zu tun, ist ja die Frage, ne? So, hier die Wüste sieht ja hier so relativ leer aus. Dann lass uns mal hier latschen. Dann können wir hier so rumgehen und dann können wir zu der Quest steuern, sage ich mal. Hier wäre doch eigentlich ganz nice. Da fährt sich wieder irgendwelche Pharaonen-Schatten. Den Abgrund erkenne ich mein Nicht-Vorhanden-Sein und weine. Ja, dann wein du mal. Die Leute sind echt teilweise sehr komisch drauf. Die sind echt geplagt von dem Schatten. Schieben wir es einfach mal darauf. Ansonsten würde ich sagen, sie sind einfach nur plemplem. Ja, die gibt das sind alle plemplem. Hat der Fio gesagt. So, wir wollen dahin. Hallo. Zack, zack. Ja, ich will da runter, Bayek. Stell dir vor. Denn ich will hier direkt der Weg zu meinem nächsten Ziel.
Nein, auch was erzählen sie nochmal so einen Schattenauftrag, dass wir mal unsere Ruhe haben. Also ich hab eher die Vermutung, dass sie halt so an bestimmten Punkten, dass sie an bestimmten Punkten vielleicht auftauchen. Und falls ihr das von euch weiß, schreibt es mich in die Kommentare. Denn ich will es nicht wissen. In dem Sinne, also ich will nicht gespoilert werden. Ich will alles selbst herausfinden. Deswegen habe ich mir auch von den DLCs jeweils überhaupt nichts angeguckt gehabt. Ich wusste nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Kommst du zum Falschen? Oh, hast nichts mehr, schade. Günstige Winde und sichere Straßen. Ja, ja, danke. So, neuer Ort entdeckt. Du da! Halt! Warum sagst du zu mir halt? Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ups. Was ist das denn hier? Bitten, okay. Wir kriegen diese Hallung und beenden das. Ja. Das sehe ich mir an. Warum geht das? Achso, weil er im Brennen war. Weil ich mit dem Feuerfall getroffen habe. Okay. Plündern, plündern. Plündern, plündern, plündern. Plündern, plündern, plündern. Aber wenigstens ein bisschen Geld. Habe ich aber cool gemacht hier. Finde ich, wie ich ihm da einfach so die Heimische ins Gesicht geschossen habe, dem anderen dann noch. Und dann geht er einfach weg. So, jo, alles klar, gut. Dann geh du mal weg, dann habe ich meine Ruhe. Ist ja echt nichts mehr. Da war nicht hier lang, okay. Okay. Valley of the Kings. Wasted Deserts. So, das Highland-Gebiet. Der goldene Sand westlich. Ach, guck mal, steht ja was so eine Beschreibung. Hab ich mir nie durchgelesen. Muss ich gestehen. So, nehmen wir unser Pferd. Ich könnte mich mit dem da anlegen, wollen wir aber nicht. Wir wollen uns hier die schöne Gegend angucken. Was ich mir gut vorstellen kann, ist immer so ein auftaucht. Oh, guck mal. Schlangen. Sag ich ja. Dass ich mir gut vorstellen kann, dass hier so ein Schatten auftaucht. Ja, Platz da, hey, rett mal eure Leute. Ja, welche Schatten da mal auftauchen. Aua, hat er gerade mein Pferd gewonnen? Was? Er hat mich getötet? Er hat mich einfach mit zwei Schlägen getötet. What happened to me? What the fuck? Er hat mich einfach eiskalt mit zwei Schlägen erledigt. Dafür soll es nicht mehr da oder was? Ja, er ist hier gespawnt, ne? Oder? Ja, scheint hier irgendwie so gespawnt zu sein. Okay, er tötet mich und dafür ist er nicht mehr da. Alles klar. Ich kann mich also nicht mal als irgendwie revanchieren. Ventures aus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Achso, das ist nur ein Schnellreiseding hier. Okay. Bauen wir mal hier ein Haus zum Schnellreisepunkt wird. So, da. Da will ich hin. Da kommt jetzt ein Schmied. Hallo. Wie kann ich helfen? Nein. Aufrüsten kann ich meine Sachen wahrscheinlich eh nicht mehr, ne? Shit. Mach's gut und viel Glück. Ich bin ein bisschen erschüttert darüber, wie ich einfach fertig gemacht wurde. Der olle Pharao hat mich einfach umgenietet. Zwei fucking Schläge. Zack. Tja. Er war böse. Er war einfach böse. So.
Einfach Leute killen hier. Okay, also ich dachte eigentlich, ich bin richtig OP, weil ich schon Stufe 55 bin und so, ne? Aber wenn ich mir das so angucke, denke ich mir so, jo, alles klar. Ich bin null OP. Ich werd einfach umgeboxt. Sind das da unten? Sind das Römer, ne? Ja, die suchen da jetzt. Die haben die Leiche gesehen, okay. Wir springen jetzt mal hier runter und währenddessen suchen wir uns unser neues Ziel aus. Und das ist das Ziel hier. Würde ich sagen. Ach ja, ich muss mal wieder Fotos machen. Wie kann ich mal Fotos machen? Ich wollte noch Fotos machen, damit ich auch noch diese Errungenschaft kriege. Steuerung. Foto. Kamera nach oben, unten. Kann ich die Kamera ausrüsten? Das ist die Frage, ne? Kamera? Hallo? Kamera? Ja. Halte deine Waffe bereit. Also, einfach nur die Kamera. Ich würde einfach. Naja, ich glaube, es war eine Taste, mit der ich mich leise oder so stille. Irgendwie sowas war ich. Hab ich irgendwie so ein Gefühl, dass es keine für mich optimale Taste ist. Hallo. Achtung, lasst mich durch. Warum sollen wir dich durchlassen? Hallo? Hast du was getan? Oh, da oben. Da oben liegt was. Was will ich haben? Na, Bayek, kletterst du? Also der hat irgendwie, die hat irgendwie so ein paar Probleme teilweise, irgendwie mal zu klettern. So, und gebrochene Beine hat er auch. Ja, das macht dem Bike nix. Bike macht gebrochene Beine. Eine Villa. Darf ich mich aufhalten? Oh, ich hab mich auf. Halt! Bleib stehen! Hä? Wieso darf ich? Ich habe mich schon nicht aufhalten. So. Hier darf ich mich nicht aufhalten, okay. Das ergibt doch schon ein bisschen mehr Sinn, gefühlt. So, dann schleichen wir mal ein bisschen. Ja, die stehen zusammen. Achso, hier kann ich nichts holen. Schade. Ich dachte, ich könnte hier durch die Tür rein und dann den dann holen. Einen Moment! Kein Moment hier, hallo? Überhaupt keine Zeit dafür. Hey, Moment! Was passiert hier? Was für ein Moment! Du gehörst mir! Naja, komm. Oh Leute, dann in dem Moment hat natürlich das Feuer auf. Ups. Wie war das mit du tötest mich? Das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Was? Du wirst ja alle Knochen brechen? Nö. Ich stech dich einfach nur ab. Keine Sorge. Knochen musst du dir nicht brechen. Das ist schnell vorbei. Blut ist einfach ein bisschen aus und dann ist gut. So, ich glaube, wir haben alle, ne? Oh ja. Passt so. Da ist noch was. Hier sind noch ein paar Pfeile. Die sind aber voll. Ach komm, hier müssen wir das Ding bewegen. Lol, voll versteckte Raum hier in der Villa, ey. Krass, ey. Das ist das erste Mal, dass wir sowas hatten, ne? By the way. So, nur das Zeug hier. Okay, gut. Dann haben wir das auch erledigt. So, dann müssen wir schon weiter. Dann haben wir jetzt hier noch die Garnison. Die lange dauern wird wahrscheinlich. Na komm, probieren wir es einfach mal.
Wir haben ja Zeit, ne? Und so können wir vielleicht noch die nächste Aufgabe machen. Weiterlaufen bei, komm. So, wir müssen hier eine Garnison zerstören, beziehungsweise einnehmen. Ist die Stadt hier? Ist die Stadt Thebes oder so, ne? Thebes. Die ist auch schon recht krass gebaut, muss man sagen. Also, finde ich heftig. Hey, du! Halt! Bin ich da? Okay, wir nehmen erstmal unsere Sendung hier wieder. So, da haben wir schon mal einen Schatz und da haben wir einen Schatz. Ein Geheimgang. Okay, wir haben ein paar Gegner vor uns, wie scheint's. Bis jetzt habe ich noch. Doch, da ist eine Fackel. Ich wollte schon sagen, die Fackel sollten wir machen. Die könnte wichtig sein. So, hier ist das Gebiet schon zu Ende. Das halt schon. Erst. So, hier ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Da ist auch noch ein Schatz. Drei Schätze. Fehlt eigentlich noch ein Schatz. Oder ich bin einfach nur blind und sehe nicht. Das kann natürlich auch sein. Ein Moment. Hey! Hey! Bleib stehen und stell dich, verdammt! Ha! Oh, schöner Headshot. Oh, unser Vorteil ist für Nacht. Warte, hat der das gesehen? Verdammte Scheiße. Naja. Komm mal her. Und dann. Der ist aber nur. Der ist. Nur der eine ist alarmiert, ne? Oh ne, die sind alle alarmiert jetzt. Das war ein Teil eines größeren Angriffs? Was? Stirbt endlich! Ich hätte sonst keiner mitbekommen. Es brennt nur ein bisschen. Darf ich klettern? Ich darf klettern, sehr schön. Ja, kletter genau zu ihm. Kannst du heute da bleiben, Bayek? Verdammt. Liegst schon länger hier, was? Nur eigentlich nicht. Hallo? Machst du auch irgendwas? Ich hätte nicht mal als Feuerbomben darf ich. Wo? Ja, wenn du da nur rumstehst, wirst du es nie erfahren, Junge. Okay, jetzt verpisst er sich wieder. Was ist denn los mit euch? Greift ihr auch mal irgendwie an oder so? Ich wusste nicht, dass die römische Armee Pussys. Na egal, den Schatten ignorieren wir jetzt einfach mal. Oder was ist er? Ja, 2 Meter in der Richtung. Da habe ich leider nicht die Zeit für. Tut mir really sorry, aber hey. Ich muss auch ein bisschen mal meine Mission hier durchkriegen. Gesehen, sehr schön. Hast du das nicht gesehen? Okay. Ach, hier liegt noch einer drin. Zack. Plündern. So, warte, warum den ganzen Schatz noch? Da war ein. Wo ist der andere? Ach, da. Hey, was? Oh, hi. Hä? Okay, er ist einfach blind. Ach, da hat man noch was gedoppt hier.
netterweise, dankeschön. Ja, der ist angehettet, aber interessiert ihn irgendwie nicht. Hä? Danke. Was für das denn? Okay. Zack, hallo. Ich hätte gerne dein Loot. So, der Schatten düstet da rum, aber kann man nichts machen gegen. Könnten die Zivilisten allerdings retten, dann können die im Schloss laufen, kriegen wir nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. So. So. Bitteschön. Bitteschön. So, das andere. Warum lauft ihr eigentlich zu den Gegnern hin? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber schön, also. Hey, halt! Was mit der hier laufen? So, hier unten scheint ein Schatz zu sein. Er hat den. Oh, das ist verschwunden. Okay. Gut, denn was für eine Schatzkammer hier. Wobei ich denke schon wieder so, ja, ich nehme nur einfach eine Sache mit. Okay, sind noch ein paar mehr Sachen zu mitnehmen. Ich wollte schon sagen, Alter. Oh, das ist noch was Goldenes. Festgegenstand. Können wir Questgegenstände schon vorzeitig mitnehmen, weil wir schon mal hier waren? Könnten wir uns damit den ganzen Weg dann sparen, wo wir hin? Bewache. Oh, okay, cool, danke. Für die Info. Zack, zack, zack. Haben wir alles. Ja, nicht ganz. Über mir sind noch jede Menge Zeug. Über mir sind jede Menge Zeug, genau. Über mir ist noch jede Menge Zeug. So, ach, da haben wir auch noch was. Siehst du mal. Was man nicht im Kopf hat, hat man im Blick. Problem ist, glaube ich, bin jetzt hier ziemlich mittig. Und ziemlich in Sicht der Leute. Hey, was? Sag ich ja. Nein. Na, solange ihr jetzt nicht Bock habt, irgendwie mir. Kommt ihr mir nach? Ja, nein, der kommt nicht noch. Sagen, bevor er jetzt hier irgendwie anfängt. Will das Feuer anzünden, natürlich. Ein einzelner Typ will das Feuer anzünden. Ne, das ist ein einzelner, geil. Wir wissen nicht, was mit dem abgeht, aber hey, wir wollen ihn direkt mal. Ach man, du bist so ein. Ja, ich komme nicht hoch so schnell. Leicht Feuer anzündet, ja, ja, komm her. Scheiße, da! Ja, ich will auch da runter, aber Bike denkt sich so, nö. Von dir bleibt nicht mehr als eine Pfütze übrig. Oh, ätzend. Stirb. So, danke. Komm, es halt ein bisschen Action haben hier. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Weil, warum sind hier so viele, die ich nicht gesehen hatte? Boah, Junge. Wo läufst du hin? So. Komm her, Junge. Ja, ich würde gerne damit interagieren, aber ich darf nicht. Jetzt mit der vorlaufen. Oh, ich hab's kaputt gemacht, alles klar. So, boah, nerviger Heini. Hallo? Hey, wo kommt ihr los?
Bleib stehen und stell dich, verdammt! Aha! Da! Ja, ja, hier. Zack, zack, so abgeschnitzelt. Ist denn wahrscheinlich irgendwie brennen oder so? Na ja, komm her. Zack, danke. Ich sehe dich! Ich sehe dich auch, Junge. Du bist verbrannt. Easy Opfer, Alter. Dankeschön. Oh, guck mal, wie viel Loot die mir liegen gelassen haben. Hoppala. Bist du tot? Ich glaube ja. So, zack, 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 zack. Alles plündern hier. Und da ist auch noch irgendwas. Aber hier haben wir alles, oder? Ja, obwohl. Nee, haben wir nicht. Bin ich da. Was haben wir denn hier noch alles? Achso, den baue ich mal gar nicht. War hier extra falsch. So, könnt ihr lesen, bitteschön. Ich bin ja ein netter Kerl. Es ist schön, dass er so, bäm, legendär, aber dann ist einfach nur so ein scheiß Schrott, weißt du? Ernsthaft, ihr macht so eine Welle für ein paar Pfeile? Warum sind da 50 Pfeile auf einer Stelle? Das ist so lästig. So, was haben wir? Pfeile? Nein, keine Pfeile. Was zum Plündern? Warum wurden die Sachen nicht markiert? Sehr merkwürdig. So, hallo. Glaube ich auch. So. Hey, wir. Hey, wir, was war da? Oh! Oh nein! Hallo? Gefällt's dir so? Nice. Hier liegt alles. Warum lagern die Leute das aus, wie von ihrem Ding hier? Lol. Hey, Moment mal. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Deine Zeit ist gekommen! Hat das auch noch ein Schild drauf? Zack. Komm her, Junge. Zack. Ich bin der Metzger von Tibet. So, hier unten. Die da. Ja, Bayek, ich würde. Wow, Bayek. Ja, ich würde da gerne hin. Danke, 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 danke. So. Gut, dann haben wir das auch. Da leben noch zwei Typen. Wollen die noch töten? Na komm, töten wir die auch noch. Dann haben wir das Ding hier komplett geklärt mal. Ihr habt natürlich nichts mitbekommen. Hey! War natürlich verzielt. Feindlich! Zeit zu sterben! Junge, du brennst. Lean ist sinnlos! Null. Wie war es mit Fliehen, hä? Quatsch. Mann, 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 ihr zackelt ja alles hier ab, ne? Da noch was für mich? Oh, da liegt sogar noch ein bisschen was. Dann gehe ich doch mal gucken. Danke, dass ich mal hingekommen bin. Meins, meins. Meins, meins. Hallo? Schön, die Gänse stecken bleiben. Okay, warum ist hier so ein dicker Käfig? Muss ich den mal noch befreien oder so? Kann das sein? So, zack, 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 alles meins. Sehr schön. Hier ist auch schon alles tot. Ja genau, roll durch den Haufen, fall nicht rein, genau, und dann spring nur mal rein. Alles klar. Bayek. Du bist mir einer. So. Aber immerhin ist hier kein komischer Schatten mehr erschienen, jetzt seit wir in dem Fall mal eingetötet wurden. Hä, was ist die Aufgabe? Ich warte eigentlich auf meine Karte. Rache Saturn. Mein Gott, Saturn wurde getötet. Warum Saturn? Warum springst du... Bayek, willst du mich verarschen? Was war das denn von ihm? Okay, lass uns Saturn liegen. Wir gehen jetzt hier hin und holen uns den... Hallo, war schon bei euch gewesen? Hallo? Nee, danke. Na ja, gut, komm, gucken wir mal, was bist du hier? Was ist das?
Ja. Kriegen wir eine Aufgabe? Ja. Wir haben zwar angenommen, aber wir kriegen keine Aufgabe. Ach, wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf fallen. Genau. Unser Kar reist herum, verlässt den Körper, ja, durchquert die schlaftrunkenen Gänge und die verträumten Kammern, bis er endlich in das unendliche Licht und die Schattierungen des Multiversums eintaucht. So. Atemzug des Windes spürt. Schön, dass sie mal noch weiter labert. Gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Wir haben Luxor gemacht, sogar mal eben schnell auch komplett. Ganz nett. Auch dann wahrscheinlich als nächstes hier unten die gute Frau, denke ich mal. Ja, dann haben wir alles soweit erledigt. Er zeigt uns, was wir nicht sehen können. Er gut, also, Auto rein. Reise. Ciao, ciao. Und I'm running for that.